Willkommen zurück. Wir legen uns jetzt mit dieser Schlange an. Und können das Holz mitnehmen. Nein! Hier ist das Holz, das zum Haus des Bürgermeisters gebracht werden soll. Ohne ein Pferd bekomme ich das allerdings nicht von hier weg. Stufe 17 im Kampf. 20 im Kampf. Oh, was? Boah. Das dauert ja 3 Jahre. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Schlafen können wir auch nicht. Ob das unendlich oft wiederkommt oder nur begrenzt. Der Bauer leiht mir bereitwillig sein Pferd. Das kostet 10 Sterne. Oder brauche ich dafür 10 Sterne? Ich versprach dem Bauern, mich gut um sein Pferd zu kümmern. Die Sterne behalten war okay. Trotzdem brauche ich Energie. Was bräuchten wir jetzt nochmal dafür? Die Wurzeln? Oder auch Salz? Njam, 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 njam. Sehr gut. Ich gucke mal noch so ein bisschen. Ja, zack, wieder frische Pilze. Aber ich werde es erstmal noch nicht jagen. Wer weiß, wofür wir die Energie vielleicht noch brauchen. Alles erledigt nach dieser harten Arbeit, habe ich mir eine Belohnung verdient. Junge, ich habe in letzter Zeit viel Gutes über dich gehört. Könntest du vielleicht... Der Bürgermeister bittet mich, den Weg nach Yellow Valley zu erkunden. Die Dorfbewohner behaupten, Ochs in der Nähe gesehen zu haben. Angeblich in den Bergen östlich des Seeufers. Warte mal, da war doch eben auch noch was. Ich habe das Pferd zurück zum seinem Bauern gebracht. Ah... Oh, ich brauche eine höhere Kampfstufe. Tag 14. Wie viel Fleisch habe ich denn? Eigentlich noch genug. Wie viele Pfeile haben wir jetzt eigentlich? 24. Auch schön. Zack. Thank you.
Okay, wieder unsere letzte Energie. Was haben wir jetzt für eine Kampfkraft? 5. Ne, 11. Ich glaube, ich brauchte 14, ne? Dreck. Ich brauche Energie. So, wieder Wurzeln und Salz. Wurzeln und Salz. Achso, ich muss natürlich erst kochen. Ich glaube, da kommt tatsächlich mal ein bisschen mehr raus jetzt. Oh, guck mal, wir können neue Gerichte herstellen. So, 60 Energie. Mein Schwert ist zerbrochen. Na klar, ey. Ich hab drauf gewartet. Abzocker. Okay, die sind zu stark. Was mache ich jetzt? Wo kriege ich denn jetzt noch Viecher her, die ich bekämpfen kann? Das habe ich mir nicht gemerkt. Brauchte ich in der Höhle 12 oder mehr? Jetzt bräuchte ich einen Speer. Jetzt wieder ein Trank. Unsere Kohle ist bald weg. Okay, war hier auch eventuell noch wieder EO? Sehr schön. Ich hole mal gleich nochmal Wasser, was soll's. Thank you.
Gucken wir mal zur Insel, ob da auch wieder was Frisches ist irgendwo. Diese Perlen erscheinen scheinbar nicht nochmal, ne? Schade. Schade, schade, schade. Grrr, grrr. Ich rieche Menschenfleisch. Orks, es ist also wahr, ich muss den Bürgermeister davon unterrichten. Lauf, der Weltenbrecher erwacht. Uff, was war das? Der ganze Boden bebt und ich starrte vor Schreck. Noch nie habe ich etwas Vergleichbares erlebt. Ich sollte lieber zurück ins Dorf gehen und nach dem Rechten sehen. So, haben wir hier noch was zum Einsammeln? Irgendwie nicht, ne? So, ich berichtete dem Bürgermeister, was ich in den Bergen gesehen hatte. Das sind wirklich beunruhigende Neuigkeiten. Ich muss nachdenken, was wir jetzt am besten unternehmen. Und du machst dich schnell auf den Weg nach Hause. Man hat mir zugetragen, dass dein Haus bei diesem schrecklichen Erdbeben zerstört wurde. Klar. Oh nein, unser Haus ist völlig zerstört. Und wo ist Onkel Brent? Wir haben die Trümmer durchsucht, konnten deinen Onkel aber nirgends finden. Brent wurde vermutlich unter diesen Felsen verschüttet. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Onkel Brent darf einfach nicht tot sein. Es ist eine Tragödie. Der Onkel war ein guter Mann. Was mache ich jetzt nur? Alleine. Ohne Zuhause. Ein Zombie? Dieser Zombie kroch einfach aus einer Felsspalte. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Es sind schwierige Zeiten für dich, mein Freund. Lass mich dir beim Preis etwas entgegenkommen. Bei welchem Preis? Verflucht. Kopf hoch, Junge. Du bist doch jung. Die Welt steht dir offen. Der Wirt versuchte, mich aufzumuntern. Ich weiß, er meint es gut, aber der Kummer in meinem Herzen sitzt zu tief. Hier ist erstmal etwas. Eine gute Mahlzeit wird dich auf andere Gedanken bringen. Mein aufrichtiges Beileid, Junge. Möge dein Onkel in Frieden ruhen. Hier passieren zu viele schlimme Sachen. Das Erdbeben war nur eine davon. Wir haben es immer noch nicht, mit den Orks in den Bergen zu tun. Von den Zombies ganz zu schweigen. Du hast recht. Wenn wir das Böse nicht daran hindern können, sich auszubreiten, wird es unser ganzes Tal zerstören. Der Bürgermeister hat entschieden, Hilfe aus dem Osten gelegenen Yellow Valley anzufordern. Ich habe mich freiwillig als Kurier angeboten und werde die Nachricht überbringen. Da mir weder eine Familie noch ein Zuhause geblieben sind, kann ich genauso gut die Welt hinausziehen. Du bist mutig, lass dir gesagt sein, dass das keine leichte Aufgabe wird. Das Problem ist, wir kriegen jetzt gar keine Pfeile mehr. Da die eigentliche Straße nach Osten verschüttet ist, muss ich einen neuen Weg durch die Berge finden. Der Bürgermeister gab mir eine alte Karte. Das ist die Karte, die mir der Bürgermeister gegeben hat. Außer Green Valley ist darauf nichts verzeichnet. Nicht gerade hilfreich. Begib dich zu den Bergen beim Wasserfall. Oh, da. Okay. Der Hof des Bauern wurde in der vergangenen Nacht von einem schwarzen Biest angegriffen. Der Bauer hat mit ihm gekämpft, aber es konnte in die Berge entkommen, um die Sicherheit der Dorfbewohner zu gewährleisten. Muss das Untier getötet werden. Und nichts zum Sammeln. Ah, doch. Dafür brauche ich immer noch diesen Speer. Ah, hier würde ich den Speer kriegen, okay.
Der kostet mich aber ganz schön was, ey. Oha. Gut. Zeit für ein Folgenpäuschen. Spitze wieder gemischt. Bis dann.